Ja, salut zusammen, ich bin wieder euer Wetterfrosch aus Amerika. Jo, das ist heute eigentlich unser letzter Tag von dieser wunderbaren Ferien. Wir haben euch einen Haufen Videos schicken, aber gefunden, das tut es euch nicht so gut. Darum haben wir uns ein bisschen zurückgehalten. Aber heute möchte ich ein kleines Resümee machen von dieser ganzen schönen Zeit hier in Amerika. Und zwar, ich bin ja vor 20 Jahren das letzte Mal hier gewesen. Es hat sich viel verändert, viel auch gar nicht. Zum Beispiel die Energieverschwendung, die abgekühlten Häuser. Man ist wirklich verfroren, draussen verreckt vor Hitze. Und die Häuser hat man noch nicht richtig gut gebaut. Da bin ich auch auf einer Baustelle gewesen, ihr kennt mich auch, ich bin der Baumeister. Und was auch noch ist, mit dem Wasser. Mit dem Wasser haben sie also ein riesen Problem. Die Probleme sind so gross, dass der Hoover Dam, ich bin verschrocken, das, ist ja so, das Wasser ist ja so zurückgegangen da drin, das ist Wahnsinn. Und dann, einfach, sie geben einfach keine Sorge zum Wasser. Auf der Klangkarte hat es Seele drin, da bin ich immer schauen, da ist nichts mehr rum. Und da habe ich gefunden, man muss den Amerikanern schon ein bisschen helfen. Darum, ich als Sanitär und heute, also das Jahr ist ja 125 Jahre Swiss-Tech, da müssen wir den Amerikanern einfach helfen. Und habe gefunden, wir müssen irgendeine Lösung finden. Und dann habe ich mir eine Idee gekommen, wir könnten eine 2-Liter-Dusche denen schenken. Und zwar, da braucht es nur ein Kessel mit 2 Liter Wasser. Und dann geht das so. Achtung! Hoppla! Und dann kommt eigentlich vorwärts. Scheiße, jetzt geht nicht gut. Gibst mir gerade ein bisschen Seife. So. Ich habe noch Assistenten hier. Da tut man das ein bisschen, so, ein bisschen gut waschen. Ja, das geht wunderbar. Und wir haben immer noch 2,5 Liter. Das ist sehr kalt. Das ist eben so kalt, das Wasser. Und es geht weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen spülen. Ich sehe euch nicht mehr. Und das wäre es also gewesen, aus Amerika. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit, wir sind gleich bei euch und habt's gut, euer Wetterfrosch, alle zusammen.